Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Kain Blood Omen. Und wir haben beim letzten Mal mit dem lieben Vorador geredet, wobei die bleibt mal dahingestellt. Wir haben auf jeden Fall mit Vorador geredet und er hat uns, das wollte ich jetzt gerade mal nicht, nein, er hat uns seinen Ring gegeben. Für den Notfall, falls etwas passieren sollte. Und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, wo es denn als nächstes hingeht. Ich weiß es zwar schon, aber ich bin gespannt. Und, ach Gott, ich freue mich und ich muss mal ganz kurz leiser machen. Leiser, nicht lauter. Denn ich habe eben Skyrim aufgenommen und ich brauche die jetzt echt mal so ein bisschen was zum Runterkommen. Und da dachte ich, was ist besser zum Runterkommen als, ein Vampir zu spielen und ein bisschen Blut zu trinken. Also, Kain, nicht ich. Ach Gott, das ist immer noch so laut. Aua! Ja, wie Victor's. Eigentlich müsste... Müsste nicht eigentlich... Ich weiß bis heute nicht, wie man da hochkommt, tatsächlich nicht. Wenn einer das weiß, wäre es schön, das zu wissen. Ich weiß leider nicht, wie man da hochkommt. Ich hab das schon, seit ich die drei spiele, versuche ich das herauszufinden. Ich werde hier nochmal speichern. Speichern ist hier überlebenswichtig. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon so oft gesagt. Das könnt ihr jetzt im Schlaf rauf und runter beten. Game saved. Ja, schön. Loading. Ja, ein bisschen schneller. So, und hier müsste es jetzt ja auch rausgehen. Und so verließ ich diesen Ort. Nun wusste ich genau, was für ein Monster aus mir werden würde, wenn ich mich meinem Fluch einfach hingeben würde und hatte einen Verbündeten für die Zukunft. Ja. Ja, Kain, du hast, Kain, du hast Verbündeten. Wobei... Ja... Doch. Es ist nur die Art, wie sie zueinander stehen. Eine Triade schließt sich auf dem Dach der Welt zusammen, Kain. Eine Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft steht bevor. Im Norden musst du Rache suchen. Ja, das ist der nächste Ort, an den wir zu gelangen versuchen. Ich bete, dass sie jetzt hier nichts öffnet. Ich gerade versuche, mein Handy zu laden. Aber tut sich nichts. Gut. Sehr gut. Der Ort, wo wir jetzt als nächstes hin wollen, ist Dark Eden. Dark Eden ist, ja. Gut, wir müssen auch tatsächlich hier lang. Wir könnten jetzt einmal hier so einen Weg drumherum gehen. Um das Dorf, was hier ist. Allerdings. Huch, nein, das wollte ich jetzt nicht. Allerdings hat dieses Dorf eine Bedeutung. In diesem Spiel selbst noch nicht. Sie erklärt aber ein bisschen was. So, wir nehmen jetzt wieder unser Flammschwert. Mit diesem Schwert werden Körper durchmit... Ja, ich verwechsle hier immer noch die Tasten. Tut mir leid. Okay. Dann einmal zum Wolf. Wulfi werden? So. Da wir das gleich nochmal brauchen. Da wollen wir nicht rum. Wir wollen... Hallo?
Hallo. Nein, danke. Wir wollen nämlich hier entlang. Denn dieses gute Dorf noch. Ja, so können wir die Leute leider auch nicht mehr aussaugen. Das ist ja nach deinem Schwert. Aber dieses Dorf hat halt wirklich für die spätere Geschichte eine große Bedeutung. Ich weiß gar nicht, in welchem Teil. Das wäre dann der dritte. Ja, ich versuch's immer wieder. Im dritten Legacy of Kental wird da näher drauf eingegangen. Da kann ich das dann auch eher heben. Wobei, es geht halt. Also, es gibt ja immer so eine Art Urvampir. Wenn man das so beschreiben kann. Es ist halt wirklich schwer zu sagen, was die Vampire in Legacy of Kain wirklich sind. Also, ja, klar, Vampire. Aber es ist halt nicht wie so in einem typischen Twilight, wo die Vampire in der Sonne glitzern. Auf meinen Reisen habe ich viel von der Legende um Janus Audran gehört. In diesem idyllischen Dörfchen, Ustenheim, wurde der finstere Gegner geboren. Janus labte sich an den Bauern, bis er schließlich aufgespürt und hingerichtet wurde. Ja. Von Janus Audran, so nenne ich ihn, nicht Audran. Audran, das klingt nicht schön. Nein, das klingt überhaupt nicht schön. Ja. Wie kann man Janus Audran beschreiben, ohne zu viel zu erzählen? Ja, er gehört quasi so mit zu den Urvampiren, die der Vater der Vampire quasi mit. Und im dritten, wie auch vierten, na doch, eigentlich erst ab im dritten Teil, 3 bis 5, hat er wirklich eine sehr wichtige Rolle. Und er ist quasi auch so eine Art Schlüsselfigur. Also, ja. Er gehört mit zu meinen Lieblingscharakteren auf jeden Fall in diesem Spiel. Auch wenn seine Rolle sehr bescheiden ist, sagen wir mal so. Aber so viel kann ich auf jeden Fall verraten. Er gehört halt nicht so zu diesen blutrünstigen Vampiren. Weil, ja, zu der Zeit waren Vampire halt noch nicht so diese typischen Vampire. So. Aber genaueres werdet ihr dann auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man als Geist durchkommt. Nein, kommt man nicht. Genaueres werdet ihr auf jeden Fall im dritten Teil erfahren. Aber bis wir da angekommen sind, oh Gott, das dauert nur Ewigkeiten. Weil ich werde hier nicht alle Teile hintereinander spielen. Es wird danach auf jeden Fall eine kleinere Pause geben nach Blood Omen. Ich will mir nämlich Zeit lassen mit den Spielen. Weil ich habe ewig lange darauf gewartet, diese Spiele zu spielen. Und jetzt zumindest auch die Möglichkeit zu haben, den ersten Teil zu spielen. Das ist einfach nur toll. Ach Gott. Ich könnte jetzt stundenlang schwärmen. Mein Freund und mein bester Freund, die sind schon so genervt von mir, weil ich durchgehend dieses Spiel vergöttere. Es gehört auch mit zu der Spielerei, die ich als Kind, so wenn ich bei mir zu Hause, als ich noch zu Hause gewohnt habe, am Wochenende einfach mal so durchgesuchtet habe. Ah. Hier seht ihr so ein komisches Viech. Es bewegt sich nicht, das ist, glaube ich, sogar schon tot. Was hier vorne so ein bisschen degeneriert, es hat so komische Schneidedinger vorne dran. Die Viecher werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Denn Dark Eden hat
von allen Orten mit die schlimmste Veränderung durchgemacht seit dem Tod von Ariel. Ariel, wie ich sie ja gerne, ich spreche es gerne Englisch aus. Ich deutsche für gewöhnlich echt viel ein in Spielen, aber das da nicht. Also hier muss ich irgendwie immer die englische Aussprache nehmen. So, am Morgen wird hier keiner mehr aufwachen, weil alle tot sind. Aber diese Rüstung sieht doch einfach so cool aus. Also ich habe auf jeden Fall vor, heute Dark Eden durchzuspielen. Es gibt da auch ein paar extra Sachen, die ich aber nicht machen werde. Das sage ich schon mal im Voraus. Ich werde die extra Stellen nicht machen. Ich weiß nicht, ob da explizit ein extra Dungeon mit bei ist. Aber ich werde größtenteils tatsächlich einfach durchlaufen. Ah, das ist die besagte Stelle, wo wir als Wolf hätten durchgehen können. Weil ich Dark Eden ist so... Dark Eden mache ich nie gründlich. Nein! Kane, du sollst nicht wieder zurück. Och, warum habe ich denn in die falsche Richtung gedrückt? Blödi. Ich will aber geradeaus. Dark Eden ist auch so der Ort, wo ich die... Seht ihr schon? Ich werde das Problem ist, ich werde hier ganz oft die Äxte gebrauchen. Für gewöhnlich porte ich mich auch tatsächlich von hier aus einfach dahin. Ich mag diese Ecke nicht. Ich hasse diese Ecke und die hat auch mit den schlimmsten Bosskampf. Wirklich mit den schlimmsten Bosskampf, den es überhaupt gibt. Geht das? So. Mit den schlimmsten Bosskampf, den es hier drin geben kann. Oh Gott. Hab ich da eine Lust drauf? Okay. Das sind ekelhafte Viecher. Der arme Wicht war bis zur Unkenntlichkeit mutiert. Kaum vorstellbar, dass dieses Etwas einst ein menschliches Wesen gewesen sein sollte. Diese seltsamen, von schwarzer Magie erschaffenen Kreaturen, Wesen, die halb Insekt, halb Säugetier waren. Menschliche Torsi auf Scheußlichkeiten gepflanzt. So makaber das Ganze war, konnte ich nicht umhin, die Genialität ihres Schöpfers zu bewundern. Ich will kurz gucken, was drin ist. Also, ja, diese Viecher waren tatsächlich alles früher mal Menschen. Und Dark Eden kann man sich eigentlich als riesiges Forschungslabor vorstellen. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Deine magische Energie wird durch unser Blut schneller wiederhergestellt. Sehr schön. Musst du noch mal ganz kurz was Wichtiges schreiben? So. Wir tauschen jetzt nochmal die Äxte. Ich hasse es. Wobei das Menü schon echt cool ist. Vor allem, dass man auch keinen dann mal so richtig sieht und nicht nur klein und abgefragter. Das Blut von Zeitaltern. Ja, ich weiß so es doch. Süß. Mann. Trinke aus uns. Hab wir schon. Aber danke für das Angebot. So, ich war jetzt magische Energie, meine ich. Das ist gut, wenn es schneller wiederhergestellt wird. Das brauchen wir auch unbedingt. Ach nein. Warum wechsle ich überhaupt zu den zum Flammschwert? Die Äxte. Ach nein, so, raus. So. Will ich mal ganz kurz gucken, was hier drin ist.
Es ist ein Lied. Gar nichts. Hey, okay. Flammenschwert. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, das wäre tatsächlich ein Ort, wo man dann hin müsste. Später. Also wo man durch müsste. Ah, doch. Ist ein Ort, wo man... Komm her. Mist. Scheiße. Hat super geklappt. Das ausnahmsweise mal. Ich weiß nicht, ob die Geistergestell gerade klappt. Hat gerade super geklappt, indem ich selber. Okay. Das war tatsächlich eigene Blödheit. Ja, ich weiß. Ich weiß, was man darüber denkt. Denkt, was ihr wollt. Hier klappt's. Ja, hat super geklappt. Ich mache das auch echt nicht gerne. Aber für das, was hier nach oder was kommt, müssen wir das noch machen. Danach ist das irrelevant. Danach brauchen wir das nicht mehr so. Hey, danach sind wir quasi frei. Hey, Fixer! So. Na gut, hier kommen wir so durch. Sehr schön. Das erfreut mein Herz. Ah. Schicht im Schacht. Eigentlich wäre es viel wichtiger, dass wir das für die Magie regenerieren, als fürs Leben. Hey, Victor! Ach, da ist nur ein Lebenstrank hinter. Den Lebenstrank brauchen wir nicht. Könnte ein Land in Wahnsinn versinken, so wäre dies genau die Beschreibung dessen, was mit dem dunklen Eden geschah. Ein Garten des Schreckens, in dem die Natur auf makabere Weise verändert wurde. Ich wusste, dass das Reich, das ich betreten hatte, noch weiter wachsen würde, bis schließlich ganz Nosgoth davon verschlungen sein würde. Ja. Also ich glaube, Dark Eden hat so die... Oder ist die schlimmste Krankheit, die die Säulen befallen hat. Oder die durch den Verfall der Säulen die Hüter befallen hat. So müsste man es ja eigentlich sagen. Weil Dark Eden ist... heftig. Ich glaube, wenn man Blood Omen tatsächlich... Flammenschwert. Also wenn man dem Spiel ein Remake geben würde... Das wäre heftig. Wobei ich hoffe es tatsächlich, dass irgendwann sich die Entwickler, also in dem Fall dann ja Square Enix, sich besser schließt. Wenn sie schon von sämtlichen Spielen Remake machen, warum nicht auch hiervon? Okay, da kommen wir noch nicht durch. Ich meine, die Spiele, also die Legacy of Kain-Reihe gehört ja, glaube ich, mittlerweile zu Square Enix. Zumindest wird das immer, wenn die da ihre komischen Wochen haben, immer mit angeboten. Und ist auch mit auf deren Seite da zusammen. Warum machen die kein Remake davon? Ich meine, das wäre so geil.
Was anderes wünsche ich mir gar nicht. Die Äxte. Ich meine, Final Fantasy VII haben sie echt mega gut hingekriegt. Ich spiele es ja gerade privat. Keine Angst, wie gesagt, das wird auch irgendwann noch auf dem Kanal kommen. Allerdings dauert das Ganze noch, bis es kommt. Aber das haben sie so mega gut hingekriegt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie sich wirklich... Flammenschwert. Und auch mit einer deutschen Synchro, die muss dabei einfach sein. Am besten sogar noch mit den Originalsprechern, wenn die da noch mitmachen wollen würden. Das wäre der Hammer. Vor allem, wenn sie... Gut, nicht diese Sprecher, aber wenn sie aus den anderen Teilen... Grazel war ja... Udo Schenk, meine ich. Und Kane hat ja in den anderen Teilen, oder zumindest in den meisten Teilen, die deutsche Synchronstimme von Nicolas Cage. Das wäre der Hammer! Ich wäre, glaube ich, mit einer der ersten, die dieses Spiel kaufen würden. Ich weiß ja nicht, wer von euch irgendwie das Spiel schon mal gespielt hat. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist echt... Oder allgemein die Reihe. Das ist echt. Und der dritte ist ein bisschen schwächer. Die Stimmen besser. Oder die Stimme von Brazil, also von Udo Schenk. Super. Ich drang unversehrt durch die Wand. Anscheinend wirkte die Magie nur bei lebendigen, unschuldigen Wesen. Oder vielleicht war ich verdorben genug? Ich weiß es nicht. Ich muss gerade mal gucken. Ich werde einfach gerade mal da in die Ecke reingucken. Ach. Dieses komische Hammer-Ding haben wir da aber vorhin in einem Käfig gesehen. Sehr gut. Hier hinten war ich zum Beispiel noch nie. Das ist so eine Stelle, die habe ich, glaube ich, immer ausgelassen.